Der Steg zum einen durch seine Höhenverstellung kann der Seitenwinkel schon etwas verändert werden und verändert sich auch der Klang. Die Seitenlage, die Seitenhöhe kann ich verändern und der Stegfuß als solcher bleibt immer satt auf der Decke stehen, weil in der Verbindung zwischen Stegfuß und Stegoberteil eine Halbkugel die Beweglichkeit gewährleistet. Es müsste jeder auf seinem Instrument es selbst ausprobieren, um wie viel der Ton länger klingt und wie weich er wird dadurch, und die Annehmlichkeiten beim Spielen muss man einfach ausprobieren. Sie sind um ein wesentliches, der Spielkomfort ist um ein wesentliches besser als ohne. Das nächste Teil ist der Saitenhalter. Der ist eigentlich der letzte Teil, der entwickelt wurde und soll dem Instrument die Möglichkeit geben, die Saitenlänge hinter dem Steg zu verändern, weil eine tiefe Saite, die länger hinter dem Steg ist, noch länger klingt und noch weicher klingt. Die Möglichkeit, die Saiten auf den Mittelpunkt zu bringen. Ich könnte diesen Saiten außen auch hierher einhängen und erziele dadurch den Zug auf den Mittelpunkt des Saitenhalters. Dies bewirkt ein leichtes Entlasten des Stegs und ein noch besseres Klingen. Das muss aber wiederum bei jedem Instrument ausprobiert werden. Es kann auch ein Wolfton eliminiert oder zumindest verringert werden, wenn man die Saiten über Kreuz einhängt. Dazu gibt es Beispiele im Katalog der Firma Betz. Saitenhalter wird genauso montiert wie bisher. Es ist nur hier ein höhenverstellbarer Untersattel montiert. Bei dem verändert sich die Montage etwas. Aber ansonsten wird er genauso montiert mit Hilfe eines Seils oder mit einem Stahlseil. Der Saitenhalter selbst hat noch zwei Bohrungen, bei denen man bereits eine Kupplung für den Tonabnehmer mittels Gummi, O-Ring oder Kabelbinder montieren kann. Und ganz zum Schluss kommt dann noch der Untersattel, der höhenverstellbare. Bei diesem Holzklotz sind drei Kerben drinnen und mit Hilfe eines Einlegestabs kann jetzt der Saitenhalter nach hinten angehoben werden, wodurch der Saitenwinkel sich um einige Grad verringert und es verringert sich dadurch der Druck auf die Decke. Und mir ist eigentlich noch kein Instrument untergekommen, das nicht durch eine Verringerung des Drucks besser klingt als durch einen zu hohen Druck.